Im Zimmer gab es nur Deckenlicht. Wie soll man bei Deckenlicht ein Buch lesen? Literatur lebt von indirektem, gedämpftem Licht. Bei Deckenlicht ließ der Gefangene die richterliche Begründung für das Todesurteil. Dazu ist Deckenlicht geschaffen worden. Ich knipste es aus und legte mich angezogen aufs Bett. Ich schrieb Liliane eine Textnachricht. Schlaf süß und denk an mich. Ich löschte süß und ersetzte denk an mich durch träum von mir, obwohl mir ein Neurologe mal erklärt hatte, das sei dasselbe. Ich fügte eine Bemerkung über das schlechte Essen im Kloster hinzu, dass mir das aber egal sei, dass einzig die Ruhe zähle. Es war mir überhaupt nicht egal, aber Liliane mochte Menschen, die in schwierigen Situationen gelassen bleiben. Vor dem Einschlafen rief ich auf dem Trecker meine Pulswerte ab. Mein Ruhepuls galoppierte, dafür hätte meine Kardiologin mich geohrfeigt. Wie sonderbar! Ich lag bewegungslos auf dem Bett, mein Herz jedoch schien zu glauben, dass ich gerade unter Artilleriebeschuss im Zickzack über ein Minenfeld rammte und versuchte mit beiden Händen meine Eingeweide zurück in den Leib zu stopfen. Mein Herz schätzte die Lage falsch ein und ich schaffte es nicht, ihm mitzuteilen, dass ich in Sicherheit war und nicht mal die Zehen bewegte. Es gab eindeutig ein Kommunikationsproblem zwischen mir und meinem Herz.